ein Album immer wieder zu kaufen. Und hier kann man sich impfen lassen. Öffne ich die Impfstelle in Düsseldorf. Hier ist die Warteschlange. Ja, und da rechts sehe ich wohl rein, oder? Also nehme ich noch da links hier rein. Und dann zum Impfen. So hier unser Monat immer im Ankunftsbereich, Montag bis Sonntags, sogar Montag bis Sonntags von 10 bis 19 Uhr. Alles kostenlos, man kann sich bei Impfstoffen auswählen, bei BioNTech oder Johnson. Ja, alles kommt auf Englisch. Dieses Impfzentrum befindet sich mit dem Gebäude wie das Testzentrum. Und die Testzentren sind kostenpflichtig. Und der Preis hängt von der Dauer des Testergebnisses und auch von. Ich gehe mal kurz raus, mach da zu. Und jetzt, ja, man kann ein bisschen bei Impfstoff ausgehen, entweder bei BioNTech oder Johnson & Johnson. Und die Zweitimpfung findet entweder am selben Standort statt oder auch im Impfzentrum. Ja, das habe ich von einem kurzen Gespräch mit einem Mitarbeiter erfahren. Und hier kann sich jeder impfen lassen. Egal, ob er in Deutschland wohnt hat oder eben nicht, ob er in Düsseldorf wohnt oder in den Außenbezirken ist. Der Wohnort spielt absolut gar keine Rolle. In der Nachbarschaft Duisburg war es vor 3 Wochen noch ein bisschen angehalten. Und diese nur mit einer Wohnadresse in Duisburg. Und keine Touristen und auch keine Impfwillige, die hier in den Vororten leben. Finde ich auch sehr schade, aber zum Glück wurde das jetzt alles geändert in den 3 Tagen, in den 3 Wochen und auch kurz. Und genau vor 3 Wochen war das auch so. Und dort wurden auch Impfwillige aus Angehörigen, die eben keine Corona-Testen haben, aber die in Düsseldorf waren das schon seit Wochen, schon seit Monaten, muss ich sagen. Kann ich auch nicht sagen. Und das Impfen befindet sich im Ankunftsbereich von Terminal A, ganz im Schluss, ganz im Osten. Man kann hier den hinteren Eingang nehmen, ja, den vorderen Eingang, wenn man aus dem Osten kommt. Da kann man reingehen und dann ist man da oder mit dem Skytrain, mit dem Terminal A, B fahren und dort mit dem Aufzug ganz nach unten fahren, auf dem 0, dann nach rechts und dann nochmal nach rechts. Und dann sieht man schon das Impfzentrum. Impfstandort. Die haben nur noch Flughafen. Es gibt 3 in Düsseldorf. Einmal hier am Flughafen, einmal am Silberhauptbahnhof, im Bereich der Zentralbibliothek am Bergner vom Zentralplatz. Das ist am so Osteingang. Östlich der Ausgang bei den gleichen Samstag oder so. Ja, und im U-Bahnhof Heinrich Heine Allee. Dort gibt es auch ein Test. Dort gibt es auch ein Impfzentrum, Und bald soll ein Test auch so kostenlos sein, einen Grund mehr sich impfen zu lassen. Das Impfen hat einige Vorteile. Erstens, man kann einfach reisen. Zweitens, natürlich, man ist geschützt vor, man hat einen fast 100% Schutz gegen das Coronavirus. Das ist also der wichtigste Grund, sich impfen zu lassen. Und dann drittens, man kommt ohne Test in so Restaurants, Veranstaltungen und so weiter rein.
überhaupt Info, also denn immer mehr Veranstalter verlangen mit immer dann Impfnachweis oder einen Genesennachweis. Und aktuell keine solche Tests mehr. Das finde ich auch richtig so. Ich bin auch vollständig geimpft und habe wirklich einige Vorteile. Muss ich auch sagen. Da fahre ich mir auch nach oben. Also das war's auch in dem Video. Bis zum nächsten Video. Ich muss noch sagen, dass Abflug eben natürlich. Ich muss auch sagen, dass man hier an den Stadtorten in Düsseldorf auch ausschließlich eine Ausweitimpfungen machen kann. Zum Beispiel, wenn man zum Beispiel geimpft hat und dann fliegt man irgendwo weg oder will schneller eine Zweitimpfung haben, dann kann man einfach hier nach Düsseldorf fahren und sich hier zweitimpfen lassen. In Duisburg ist das zum Beispiel das leider nicht. Absoluten Ausnahmefällen und dann nur in so Impfzentrum und nicht an den Teststationen. Das Impfzentrum in Düsseldorf hat nur an wenigen Tagen geöffnet und befindet sich in der Merkur Ziel Arena, ehemals LTU Arena, in der Fußballstadion, in der Fußballarena, muss man auch sagen. Also ich dachte, ich würde das trinken, aber ich dachte, das schon sehr. Sie haben die Ampel noch nicht erneuert. Und gut so. Das Abflug-Ebene ist schon eingeflogen, aber nicht mehr. Schau mal, in Düsseldorf sind auch die gelbe Lichter hier bei der Fußgängerampel. Ja. Und das war's auch schon mit dem Video. Bis zum nächsten Video. Tschüss. Und dann, was ich noch sagen muss, ich vergesse immer, die Impfungen sind selbstverständlich kostenlos. Ihr müsst nichts zahlen. Ihr müsst auch keine Krankenversicherungskarte vorzeigen, einfach Personalausweis oder eben Reisepasswort vorlegen. Und wenn vorhanden, auch den Impfpass. Und dann geht der Impfung gar nicht mehr im Wege. Und dann natürlich muss man sich auch diese Informationszettel ausfüllen, die am nächsten man kann das auch im Voraus machen, man kann das Formular ausdrucken und einfach vorlegen und dann hat man überhaupt gar keine Wartezeiten bei dem Gespräch. Also alles fest abgewickelt, dann bin ich hier sofort rein, dann ist sofort geimpft. Natürlich muss man warten, wenn jemand sich in der Impfkabine befindet. Noch einiges los. Und das war's auch schon mit dem nächsten Video. Und ich freue mich über jeden Impfwilligen. Egal ob er in Düsseldorf wohnt oder ob er aus Düsseldorf kommt oder in der Welt. Ich freue mich einfach über jeden Impfwilligen auf der ganzen Welt. Ich will endlich Corona besiegen und vervollständigen. Dass wir wieder ein normales Leben machen können wie im Jahr 2019, dass wir überall reisen dürfen, ohne irgendwelche Formulare auszufüllen. Und das war's jetzt auch schon mit dem Video. Bis zum nächsten Video. Tschüss.